Level 2 in the books. Berlin. Danke für 2 €. Shanghai. Danke für die schöne Unterhaltung, ist gleich. Montreal. We're bleeding operatives. Panic is spreading and now we are axing our own. Knox was a traitor. He would have caused incalculable damage. And he won't be the last. This is exactly what the enemy wants. We need to fight the sickness, not the symptom. And I have just the tool for the job. Right. The Burnwood woman. Eric Soders warned you about her, didn't he? The Crusader. I can handle Miss Burnwood. Everyone hates power until you offer them some. You ought to know. ICA speaks the enemy's language. We need them. And once we don't? We'll cross that bridge when we get there. Fact remains, we are shadowboxing. We need to know who we are up against. I was getting to that. His name is Lucas Gray. The late Mr. Cobb's head of security. Cobb was ground zero, first of our operatives to die. It had to be one of his staff, someone with military training and access to the plane. Grasping at straws. Gray is a mercenary, a veteran of every backwater tragedy you've ever ignored on the 5 o'clock news. Chechnya, Sierra Leone, the list goes on, but before 89, nothing. No records of any kind. Now, come on. CIA, KGB, plenty of spies went dark. After the curtain was lifted, I cast a very wide net. Lucas Gray simply does not exist. If you're all quite done wetting yourselves with excitement, I couldn't give 2 shits where he came from. I only want to know 1 thing. How does he know about us? I swear to God, this Hearts and Flowers crap will get us both killed. Can't you see? Your so-called friend is working for them now. He's not the man you knew. This is his fight too, Olivia. Even if he doesn't realize it. Like it or not, 47 is our last and only lead on the partners. He needs to remember. He's coming for us. And unlike you, he won't hesitate. Just get me inside. Rico, I need a favor. I need a favor. Hey, ich sehe nur Moinsen. Ohne Speichern. Na, dann mal los. Welcome to Columbia 47. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all 3 cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers, armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie hübsch finde, auch als Computercharakter, aber ich finde sie sehr hübsch. Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting, 47. Happy hunting, 47. Alright, here we go. Boah, ich bin ganz ruhig, keine Sorge. Sorry, Hippie, but I'm in the middle of something and you need to leave.
Please. Immer noch. Once everything starts running again at sight, we'll be able to catch up the lost time. I'm sure of that. All right, time for a call, Paula. Let's go to the meeting room downstairs. I'll be there either way. Im Grunde genommen, Sammy, möchte ich nicht, dass irgendeiner weiß, dass ich hier war. Und der ist aber ohne zu speichern. Wenn wir speichern könnten, wären wir schon fertig. Also dann wären wir wahrscheinlich schon im zweiten Versuch fertig oder so. Aber ohne speichern ist das ein bisschen schwieriger. Ich sag mal, der letzte Kill wäre jetzt nicht so schwer. Aber der zweite in der Mitte raubt halt immer sehr viel Zeit. Das Brechmittel bringt mir nichts, weil er oben auf Toilette geht und kotzen geht. Dann kriege ich ihn damit auch nicht raus. Dann liegt leider seine Leiche immer noch da und wir gehen kontrollieren, wo er ist. Heißt, wir können ihn nicht im Haus töten. Können wir nicht. Unten reagiert er auf den Coin nicht. Auf Meister, also auf Profi reagiert er auf den Coin. Unten auf Meister reagiert er nicht mehr und auf Meister sind auch noch mehr Gegner da. Das heißt, das fällt auch raus. Oben fällt raus das Tätowieren. Außer wir nehmen seine Frau noch und töten die auch noch oder stecken sie weg. Dann würde das auch noch gehen. Sonst müssen wir ihn aus dem Haus rauskriegen. Und oben im Raum ist halt auch schwierig, weil da noch ein Guard mehr ist, plus noch die Putzfrau. That is P Power. Real name Paul Powers. Celebrity tattoo artist and reality TV. Aufgrund der Tatsache, dass ich nicht speichern kann, versuche ich halt die Mission so kurz wie möglich zu halten. Natürlich können wir jetzt noch andere Kills nehmen und die vorbereiten, aber je mehr Schritte dazwischen kommen, desto mehr müssen wir halt da immer erledigen, desto mehr Fehlerquellen können sich einschleichen, was halt scheiße ist. Der geht erstmal ins Bad, was weiter weg ist. Wie ins Bad, was weiter weg ist. Was meinst du? Als Leibwächter bringt mir das ja auch nichts.
habe ich zwar, ich kann mich genauso viel bewegen, also ich kann mich mehr bewegen mit dem Tätowierer als mit dem Leibwächter. Weil der Leibwächter ist hier drin ein Unikat. Hier erkennen mich halt nur 1, 2, 3 Leute, die man schnell umlaufen kann. You're entering the Lion's Den, 47. Als Wächter. Tread carefully. Practically everyone here is dangerous, not least Rico Delgado himself. That is Catalina Delgado, wife to Rico Delgado for the past 11 years. Martinez is down. Good work. Hallo? Hallo? Warten wir auf die Frau, dann nehmen wir die Frau raus und dann gehen wir tätowieren und dann schmeißen wir sie einfach aus dem Fenster, weil dann ist hier hinten nichts mehr. Also wirklich nicht mehr, gar nichts. Ich hoffe nur, dass sie wiederkommt. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ja, mit dem Tätowierer hast du hier hinten am meisten Freiheiten, dich zu bewegen. Deswegen nehme ich einen Tätowierer. Geht das nun Tätowieren noch ohne die Frau? Ich denke schon. Obwohl, ja, siehst du, scheiße, das könnte nicht funktionieren. Oh. Na gut, dann müssen wir ihn halt in seinem Büro auslocken. Scheiße, du hast recht. Außer... Ich muss mal kurz pullern, bin gleich wieder
Ich würde so gern speichern. Ich würde so gern speichern. Also ich meine, zur Not, wenn das nicht klappt, ist die nächste Option, der Safe Kill unten alles wegzumachen und ihn dann wirklich rauszupullen und dann wirklich... Oh, shit! Ja, ja, frisst mich mal. Mal gucken, ob sie... Ich habe was Illegales im Inventar. Was habe ich denn im Inventar? Okay. Sorry, Leute, Jungs. Ich muss noch mal kurz pullern. Jetzt bin ich aber gespannt. Let's go, parcero. All right, Mr. Warren. Follow me to the house. Mrs. Delgado wanted to meet you. She's a big fan. She'll take you to Rico afterwards. My sister got it at once. It was supposed to be a tribute to her son, but the guy fucked it up. Gustavo ended up looking like a dead chupacabra. Frohe Weihnachten, Holiday Tree. He went down to the guy's house. Rief, dir auch, und dankeschön für den zweiten Monat. Interesting story. Thank you for sharing. You bet. I'm gonna be dead honest with you. I've got my ex-girlfriend Margarita's name tattooed on my groin. What's that? Mr. Power, it's a pleasure to meet you. You landed a few days ago, so why did it take so long for you to get here? You know what? Never mind. Let's just get this over with. I have places to be and people to kill, you know how it goes, right? I certainly do, Mr. Delgado. You know, you look different on TV. I can't quite tell what it is, but there's something off. You know what they say. The camera adds 10 pounds. Yeah. Apparently, it also gives you new cheekbones. I just had surgery. Sure. Well, I figured it was something like that. God, she's been under the knife yearly for the last decade. Me, personally, I would be caught dead doing something like that. Time will tell, Mr. Delgado. Okay, der Dialog lief schon mal reibungslos. Okay, I'm ready. Let's get this thing fixed. Okay, ich glaube, das funktioniert. Ich bin gespannt. Ich hoffe nur, keiner sieht die Leiche. Oh, hey, Rico, don't worry. I've got this under control. Hey, the two guy. I'm watching. One wrong move, you know, you hear me? I need you to calm down a bit, Jose. Better safe than sorry, boss. You're taking it too far, Jose. No guns. I'm sorry, but I'm just doing my job, patron. Calm down, all right? Everything's okay here. Just doing what's necessary, Rico. Hey, I need you to stand down. Stop waving that thing around. No. I'm not willing to take any risks here, jefe. You need to keep still, Mr. Delgado. I wouldn't want to stab you by accident. Hey, Jose, I need you to leave us alone now. You're too wound up right now. You understand? All right, boss, all okay, right. Okay, nice. Keep. Back in a little while from the way we want. Oh. Der Schlimme ist ja, der hinten muss auch noch funktionieren. Aber dann haben wir zumindest erstmal das hier. Schön das Ohr tätowiert. Yum, yum, yum. Rico Delgado has been eliminated. Nicely done. Das sind eigene Regeln, Captain Edward. Weil ich die letzten Tage, ich habe die letzten zwei Tage zwei Hitman-Teile durchgespielt. Und das geht mir ein bisschen zu schnell. Deswegen haben wir uns was überlegt, um es ein bisschen schwieriger zu machen. Okay. Oh, was ein Segen.
Das muss jetzt nur noch halten, kurz. Nur noch einen Moment. Nur noch einen kleinen Moment. Oh, ich glaube, Chat, wir haben's, Chat. Yes, we did it. Fuck my life. Here we go. Okay. Auf zum letzten. Twitch Prime ist. Hallo Herr Dickman, hier ist Tarantantan von der Rezeption. Hier sind ein paar Nonnen, die sich mit Ihnen über Gott und Waffen unterhalten möchten. Nee, wir können nicht so rumgehen. Wir müssen so rumgehen, weil wir das komische Teil brauchen, um ihn zu killen. Easy first try. Ja. Das hätte man wirklich im ersten Try machen können. Hey Tarantantan, bitte schicken Sie die Nonnen zu Herrn Zielinski aufs Zimmer. Zimmer 007. Dankeschön. Er wird sich dieser Damen annehmen. Vielen Dank. Okay. Let's do the last one. Interessante. Ja, Dark Knight. Kein Speichern. Silent Assassin. In einem Zug. Ein Fehler. Neustart. Meister meine ich sogar. Meister, ja.
Excelente. No lo creo. What was that? Someone should go and see. Now. Yeah. Understood. Ah, nice. I heard from my uncle who lives in Bogota. That's right. This is so risky. This is so risky. Oh, you sneaky son of a bitch. You move around like somebody kicked your ass. You sneaky son of a bitch. The cartel. Excellent work, 47. Now head for an exit. Übrigens, Leute, ich habe mir zu Weihnachten ein neues Pulsmesser bestellt. Das heißt, wir können demnächst wieder mit Puls spielen. Ich habe mir so ein Armgurt, habe ich mir geordert. Vielleicht, wenn der nächste Woche kommt oder so, dann haben wir das wieder.
ist mir gerade eingefallen, weil mein Puls doch kurz mal anstieg. Für die Sekunde. Yes, we did it. Oh, meine Fresse. First try. Uff. Alter für Walter. Das war sportlich.